Ich begrüße Sie zu einem Vortrag über die asiatische Hornisse, Vespa velutina, 2020 bei uns im Saarland angekommen und als invasives Insekt auf der EU-Liste der aus der Natur zu entfernenden Organismen. Die Vespa velutina sieht sehr schön aus, ist ein wunderbares Insekt, aber sie kann eben, wenn sie eine bestimmte Dichte überschreitet, unserer Natur, unseren Honigbienen vor allen Dingen gefährlich werden. Sie kann über die Gefährdung der Honigbienenhaltung auch in andere Aspekte in der Natur eingreifen, in andere Aspekte der Landwirtschaft. Sie kann Frucht schädigen, sie kann Bestäubungsleistung verhindern und dementsprechend hat sie auch einen wirtschaftlichen Faktor. Deswegen müssen wir ganz unbedingt die Bevölkerung aufklären darüber, wer ist Velutina, was kann sie anrichten und warum sollten wir sie entfernen im Gegensatz zu unseren einheimischen, besonders geschützten Insekten, wie zum Beispiel Vespa crabro, unsere einheimische Hornisse, die unter besonderem Naturschutz steht. Ich bitte für den folgenden Vortrag das Copyright zu beachten, da ich die Arbeiten meiner Kolleginnen und Kollegen zitiere und nicht selber gemacht habe. Und das sollte man im Kopf haben, wenn man sich aus diesem Vortrag Bilder herausnimmt oder auch Zitate herausnimmt. Diese bitte entsprechend weiter zitieren, wenn Sie sie in anderem Zusammenhang wieder darstellen wollen. Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie, wenn Sie Sachen aus dem Zusammenhang herausnehmen, es dann trotzdem korrekt darstellen. Vielen Dank, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und Zusehen und wünsche mir, dass wir als Multiplikatoren diese Informationen dann in die Bevölkerung tragen können. So, ich fange gleich mal mit der letzten Folie an. Die werden wir nachher am Ende des Vortrags dann noch einmal wieder sehen, diese Folie. Wichtig ist mir nur, einmal zu erklären, um was es eigentlich geht. Es geht darum, Informationen zu verbreiten in allen naturnahen Vereinen, in der Öffentlichkeit, in Naturschutzorganisationen wie NABU und BUND. Mit denen müssen wir ganz unbedingt zusammenarbeiten als Imkernde und als Umweltamt. Die Amtsbereiche, der Forstbetriebe, Waldbesitzer, die Landwirtschaftskammer, die Obst- und Gartenbauorganisationen, Naturpflegende in den Stadtgebieten. Wir müssen alle zusammenarbeiten, damit wir dieses Insekt noch einmal eindämmen können. Wir haben leider nicht den Inselstatus, wie Hamburg das hatte. Hamburg hat es wahrscheinlich geschafft, die Vespa velutina wieder wegzubekommen. Aber um Hamburg herum gibt es auch noch keine Funde. Also großräumig um Hamburg herum gibt es noch keine Funde. Und wir haben eben den großen Nachteil, dass die Vespa velutina über den Einschleppungsort Frankreich sich in Spanien, nach Belgien und Luxemburg verbreitet hat bis an die saarländische Grenze und eben auch dann jetzt zu uns gekommen ist. Und da es dort immer wieder Einwanderungsdruck geben wird, wird einmal zum Beispiel jetzt Fallen im Frühjahr aufstellen nicht reichen. Das müssen wir immer und immer und immer wieder tun. Wir müssen immer und immer wieder zum Beispiel sowas machen, wie die Stunde der Vespa velutina, ein Bevölkerungsmonitoring, was es ja für Schmetterlinge und Vögel zum Beispiel vom NABU und vom BUND schon gibt. Vielleicht können wir das umwandeln oder mitbenutzen für ein Monitoring für die Vespa velutina. Da brauchen wir eben dann den Zugang zu solchen Meldeplattformen. Wir können vielleicht so schöne Gadgets wie Kopfgeld aussetzen für die Vespa velutina installieren. Das ist gar keine abwegige Idee. Ich hatte das zwar ursprünglich so gedacht als Public Relations für in die Zeitung, aber die Neuseeländer haben das tatsächlich vor vielen Jahren schon gemacht, als bei ihnen die dort nicht einheimische Vespa vulgaris und Vespa germanica, also unsere gemeine Vespe und die deutsche Vespe angekommen sind. Die haben dort enormen Umweltschaden angerichtet, auch unter der Honigbienenbevölkerung. Und also man hat sie dort eindämmen können, aber nicht wieder beseitigen können.
Wir haben, ich werde nachher am Ende des Vortrags eine Ausbringung von Fallen vorstellen, die, wenn man sie so lässt, wie man sie kaufen kann, eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Alleine deswegen, weil sie zum Beispiel auch sehr attraktiv sind für unsere einheimische Vespa crabro, die einheimische Hornisse, die unter besonderem Artenschutz steht. Außerdem, wir müssen halt weitermachen mit den Bemühungen, die wir jetzt schon die ganzen vorhergehenden Jahre hatten. Nester immer wieder finden, versuchen zu finden, Nester dann versuchen zu entfernen, wo sie zu entfernen sind, und die Augen eben weiter offen, offen, offen halten. Auf dieser Folie sehen wir jetzt noch eben die Verbreitung im Saarland. Das war Bestandteil des Vortrags, den Herr Werno vom Umweltamt, vom Biodokumentationszentrum am 8.2. an der Universität gehalten hat. Wir sehen, dass hier in Saarbrücken und bei Schmelz ein großes Vorkommen ist, warum auch immer. Angefangen hatte eigentlich die Vespa velutina Invasion hier oben in Wadern. Dort hat man 2021, 22 aber wenig gesehen, wohingegen dann jetzt hier bei Schmelz viele, viele Nester und viele Fundmeldungen waren. Das, also die Punkte sind alles Fundmeldungen, nicht unbedingt Nester. Hier gab es dieses eine Nest, was man gefunden hat. In Saarbrücken gab es auch ein Nest, was man gefunden hat. Es muss aber mehrere gegeben haben, was man daran sieht, wie hier die Fundmeldungen sind. Die sind sehr stark verbreitet um den Fundort zwar herum, aber eben ein Nest kann nicht diesen großen Bereich bedient haben. Also hier müssen wir besonders aufpassen, wenn wir ein Monitoring machen und Fallen ausbringen, dass wir besonders in Saarbrücken darauf achten und in Schmelz darauf achten. Und wir müssen vor allen Dingen im Kopf haben, jetzt ist die Zeit, in der wir handeln müssen, denn jede Königin, die wir jetzt aus der Natur ziehen, also jede überwinterte Königin, die jetzt ein neues Nest gründen wollen würde, wenn wir die rausfiltern aus der Natur, ist es ein potenzielles Vespa-Velutina-Nest für 2023 weniger. Ich komme dann jetzt in den folgenden Folien zur Biologie der Vespa-Velutina, die natürlich nicht nur für Saarland gilt, sondern weltweit. So sieht sie schon mal aus. Ich habe also hier die Vespa velutina auf einem Bild aus Wikimedia Commons geholt, weil das ein wunderschönes Bild ist von einer Vespa velutina Arbeiterin. Es hat sie aufgenommen genau bei der Beschäftigung, die für die Landwirtschaft schädlich werden kann. Sie geht an Früchte, und diese Frucht ist nun schon also ganz offensichtlich sehr überreif, und sie ist vielleicht auch von diesem Pilz befallen, weil sie vorher von den Wespen schon angeknabbert worden ist und sich der Pilz ausbreiten konnte. Das ist ein Hauptschaden, den sie in der Landwirtschaft ausüben kann, wenn sie in die entsprechende, also wenn sie entsprechende Masse, Menge erreicht. Sie fressen Früchte an, das sehen wir gleich noch im Vortrag, und schädigen damit den Ernteertrag. So nah wird hoffentlich niemand einer Vespa velutina irgendwie jemals kommen. So schön kann man sie auch mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Das ist eine mikroskopische Aufnahme von einem Kopf der Vespa velutina. Hier die Komplexaugen mit den Bereichen, die ganz besonders gut das polarisierte Licht des Himmels wahrnehmen können, mit den Antennen und hier den Mandibeln, was man hier also mit den Kauwerkzeugen, mit den Beißwerkzeugen, was man hier ganz besonders gut sehen kann, sie hat ein gelbes Gesicht, aber oben einen schwarzen Kopfpol. Wenn man den Kopf von hinten sieht, ist er auch schwarz, und überhaupt die ganze Hornisse, wie wir gleich sehen werden, macht eher einen schwarzen Eindruck. Deswegen Nigri-Thorax, Nigri von schwarz, Thorax von Oberkörper, also der Oberkörper dieser Hornisse ist schwarz. Dieser QR-Code führt, und das ist jetzt Eigenreklame, zu uns auf die Homepage des Landesverbandes Saarländischer Imker e.V., dort zum Fachbereich Bienengesundheit. Und im Fachbereich Bienengesundheit gibt es dann eben unter Service einen Download-Bereich.
indem man sich nützliche Informationen nicht nur über die Vespa velutina, sondern auch über andere Dinge, die die Bienengesundheit betreffen, herunterladen kann, anschauen kann, zum Beispiel auch betreffs Faulbrut und Varroa. Auch über den kleinen Bienenbeutenkäfer, den wir in Deutschland zum Glück noch nicht haben, der aber als Insekt auch irgendwann kommen wird. Das also nochmal als Reklame für unseren Landesverband, sich dort immer auf dem Laufenden zu halten. Eine andere Reklame möchte ich noch machen für das Bieneninstitut Mayen. Das Bieneninstitut Mayen macht mit all den anderen Bieneninstituten Deutschlands zusammen einen Newsletter, der monatlich herauskommt und den man kostenfrei über E-Mail abonnieren kann. Man kann sich den aber auch, ohne dass man es abonniert und seine E-Mail-Adresse hergibt, dort im Bieneninstitut Mayen auf deren Homepage im Archivbereich für den Newsletter immer wieder herunterladen. Ich habe den Newsletter von 2022 November, Newsletter Nummer 27, hier einkopiert, jedenfalls die Seite, auf der über die Vespa velutina informiert worden ist. Über die Vespa velutina konnte man in Deutschland schon sehr lange informiert sein, denn das ging in den verschiedenen Bundesländern, auch im Saarland, immer wieder durch die Presse. Die erste Meldung im Saarland hatten wir 2020. Das wurde dann vom Umweltamt Biodokumentation dokumentiert und EU weitergeleitet. Es gab meinerseits Rundschreiben und Newsletter-Beiträge über die Vespa velutina schon angefangen mit 2020, als sie bei uns ankam. Wir haben dann zwei Wespenschulungen gemacht in Reihe mit dem Herrn Tauchert aus Hessen 2021 und 2022. Und wir hatten dann im Saarland jetzt auch Ende 2022 die erste Besenderung. Das ist eine Methode, mit der man die Vespa velutina Arbeiter zu ihrem Nest verfolgen kann. Allerdings ist die sehr kostenintensiv und arbeitsaufwendig und es ist hier leider bei uns im Saarland daran gescheitert, dass die Leute, die Frau Dr. Habusch zum Beispiel, die das hauptamtlich begleitet hat, daran gehindert wurden, die Wespe zu verfolgen, weil sie bestimmte Grundstücke einfach nicht betreten durften, was sehr ärgerlich war. Wir haben da, dort sind also Gelder in der Luft im wahrsten Sinne des Wortes verpufft, weil es da keine Regelungen für gibt, dass wenn man in einem solchen Notfall, dass man in einem solchen Notfall, ähnlich wie wenn wir Imkerschwärme einfangen, jedes Grundstück einfach betreten darf. Dann hatten wir in Biene und Natur auch sehr lesenswert, kommt auch später nochmal, einen Artikel über die Vespa velutina, einen großen Artikel in 2022 im November in Bienen und Natur. 2018 war auch schon mal ein kleinerer in Bienen und Natur zu lesen. Und natürlich haben wir vom Umweltministerium jetzt dann die entsprechenden Pressemitteilungen in der Zeitung und auch im Fernsehen gehabt. Die Erstbeschreibung der Vespa velutina war 2005. 2004 nimmt man an, dass sie in Frankreich im Departement 47 angekommen ist, weil man dort dann noch verschiedene andere Tiere gefunden hat. Das beschreibe ich gleich noch. Sie ist dann nach dieser Erstbeschreibung 2005 auch dann in einer kumulativen oder in einer zusammenfassenden Zeitschrift, eine offene, kostenfreie Zeitschrift für die Veröffentlicher BioRisk erschienen. Das war die erste Breitband-Zusammenfassung von invasiven Insektenarten und ist dann in die Nachschrift der EU-Verordnung Nummer 1143/2014 aufgenommen worden als invasives Insekt und damit ist sie beseitigungspflichtig. Sie ist also, wie gesagt, in 2005 im Lot-et-Garonne in Frankreich entdeckt worden, im Departement 47, dort gleich an zwei verschiedenen Stellen im Umkreis von 30 Kilometern
Und weil man dann eben angenommen hat, ja, wenn ich da jetzt schon zwei Tiere finde, dann kann das jetzt nicht hier das Einzelvorkommen sein, hat man Dochtfallen ausgebracht. Die waren mit gesalzenem Wein bestückt und man hat sie in einem Raster von 200 Metern aufgestellt. Man hat dann mehrere Tiere gefunden und ist dann davon ausgegangen, dass wenn man halt mehrere Tiere findet, auch schon überwinternde Königinnen da gewesen sein müssen. Das heißt, eine Nestgründung aus dem vorgehenden Jahr heraus stattgefunden haben muss und hat deswegen den Ankunftszeitpunkt mit 2004 festgesetzt. Hier also die ersten Fundorte im Departement 47 in Frankreich. Dort ist sie hingekommen, wahrscheinlich auf dem Landweg aus China. Und wir sehen hier, dass es in Asien Vespa velutina weit verbreitet gibt, und zwar auch in verschiedenen Farbschlägen. Das sind dann Unterarten oder Varietäten, nennt man sie auch, die dann entsprechend nach ihrem Aussehen oder ihrem Vorkommensort benannt sind. Zum Beispiel in Kaschmir die Vespa velutina Bruti oder in Nepal die Vespa velutina Auraria oder in Thailand die Vespa velutina Variana. Wir haben jetzt hier in Europa die Vespa velutina nigritorax erwischt. Deswegen nigritorax nochmal, um es zu betonen. Also sie hat einen schwarzen Thorax. Ich stelle sie gleich noch ein bisschen in einer größeren Abbildung vor. Und sie ist wahrscheinlich von China, Yunnan, über den Landweg, wie auch immer, kann auch der Luftweg gewesen sein, mit landwirtschaftlichem Material in Frankreich gelandet. Man geht in Frankreich nicht davon aus, dass sie über den Seeweg gekommen ist, denn dann hätte man sie eher in einem Hafengebiet vermutet. Aber das Departement 47 hat keinen Hafen. Sie ist in Frankreich dort angekommen, wo man hier diesen roten Punkt sieht, in, wie gesagt, 2004. Ich habe hier einen QR-Code eingefügt. Es gibt nämlich unter dieser Internetadresse hier, dieses Bild ist von Quentin Rome gemacht worden, gibt es eine schöne Diashow darüber, wie seit 2004 diese Verbreitung, die ja jetzt über ganz Frankreich, einen großen Teil von Spanien, Portugal geht, sich bis nach England hochgezogen hat, dort, weil eben das Klima hier in Cornwall besonders oder hier im Poole, Bournemouth-Bereich unten besonders insektenfreundlich ist, dadurch, dass es dem mediterranen Klima sehr ähnlich ist, sehr mildes Klima, sehr milde Winter. Es ist hochgegangen bis Hamburg, wie gesagt, hier eine Inselpopulation, die wahrscheinlich wieder beseitigt worden ist. Das ist jedenfalls Stand der Information Januar 2023 bis nach Baden-Württemberg, Luxemburg, hier dann auch Luxemburg, Belgien, Niederlande. Also es ist sehr weit verbreitet und man kann sich, wie gesagt, dort eine Diashow anschauen, wie die Verbreitung vor sich gegangen ist. Wir sind jetzt im Saarland direkt mit betroffen und wenn wir uns die nächste Karte anschauen, dann sehen wir, dass diese Studie, die sich damit beschäftigt hat, herauszufinden, welches Klima denn besonders gut sein könnte für die Verbreitung, für die Etablierung dieses Insektes, dann sehen wir, dass wir leider im Saarland eben hier ein wenig die A-Karte mitgezogen haben. Diese Karte stimmt fast haargenau damit überein, wie sich bisher dieses Insekt verbreitet hat, mit Ausnahme, dass hier eben schon Italien komplett mit betroffen ist und nicht nur im Nordbereich, dass hier auch dieser Bereich bis runter nach Griechenland schon betroffen ist und hier auch schon Irland mit betroffen ist, was im Moment wahrscheinlich, also man hat schon dort ein Tier gefunden. Aber es ist noch nicht so doll etabliert, wie es hier in der Wahrscheinlichkeit auf dieser Karte dargestellt ist. Nicht besonders viel Mut macht dann diese Karte. Man sieht hier, dass also 2000 zeitnah
hier, dass alles schon sehr dunkel gefärbt ist, also im sehr wahrscheinlichen Bereich, dass dann auch Australien betroffen sein wird. Die eigentlich mit solchen invasiven Insekten immer ziemlich zuletzt dran sind. Und hier diese Karte für 2100, da wird sich das Weltklima so verändert haben, dass die Vespa velutina sich eigentlich überall, mit Ausnahme der Polkappen und der extremen Wüstengebiete, sehr wohl fühlen kann. Mit wem haben wir es nun zu tun? Dieses ist eine Vespa velutina in einer riesigen Ansicht. Man sieht aber, dass von Scheitel bis Ende Hinterleib misst dieses Tier ungefähr 2,3 cm. Und man sieht auch direkt, woher sie ihren Namen im Lateinischen bekommt: Vespa velutina nigri thorax. Der Thorax ist ganz schwarz. Ebenso die Kopfhinterseite und der größte Teil des Hinterleibs und der Oberschenkel und der Unterschenkel. Am Hinterleib hat sie lediglich einen kleinen gelben Ring am ersten Hinterleibssegment, und am vorletzten Hinterleibssegment hat sie einen orangen Ring. Manche Exemplare haben hier auch noch einen etwas breiter gestalteten gelben Ring mitten, also fast mitten auf dem Hinterleib. Das ist aber nicht bei allen Tieren so. Die variieren schon auch individuell ein bisschen. Im Englischen heißt diese Hornisse Yellow-Legged Hornet. Und das kommt daher, dass, wenn man sie von oben sieht, also von dorsal gesehen, hat sie gelbe Füße. Das sind die Füße, das gehört hier alles zum Tarsus, zum Fußbereich der Hornisse, und zwar an allen sechs Beinen. Sie hat gelbe Füße. Es gibt einen Geschlechterunterschied, oder nein, nee, vielmehr einen Kastenunterschied, auch einen Geschlechterunterschied, aber vor allen Dingen einen Kastenunterschied. Die Arbeiterinnen sind kleiner als die Königinnen. Da kann es auch mal sein, dass die Arbeiterinnen noch nicht einmal 2 cm erreichen. Das hat sich 2022 leider bewahrheitet, was dann zur Folge hatte, dass die Tiere auch im Winter durch die 6 auf 6 mm oder 6,3 auf 6,3 mm Maschen der Maussperre, des Mausdrahtes an den Bienenstöcken durchgepasst haben. Die Königinnen sind dann etwa zwischen 2,5 und 3 cm groß. Die treffen wir dann jetzt, die überwinterten Königinnen treffen wir dann jetzt im Frühjahr. Die ersten Arbeiterinnen werden wir jetzt gleich sehen. Warum? Sehen wir erst so ab Ende Mai, Anfang Juni, Ende Juni. Von unten sieht die Vespa velutina nigritorax dann so aus. Sie hat von unten auch natürlich die gelben Füße. Man sieht aber, dass diese Gelbfärbung auch bis in die Schienbeine überläuft. Sie hat am Unterleib keine Binden, sondern sie hat diese gelben Punkte, 4 Stück. Eigentlich 6, wenn man hier den Hinterleib ein bisschen rausziehen würde, wäre hier auch noch ein gelber Punkt. Alle Weibchen haben einen Stachel, die Drohnen haben keinen Stachel. Wir werden gleich noch einen Drohnen sehen. Die Flügel sind ein bisschen dunkler als bei unserer Vespa Crapo, aber nicht wesentlich. Was noch auffällt, ist, also das Gesicht ist gelb und die Fühler sind unterseitig gelb, oberseitig schwarz. Hier ein Vergleich: Vespa Crapo, Varietät Germana. Wir haben mehrere, auch in Deutschland, zwei Unterarten der Vespa Crapo, die ich gleich auch noch vorstellen werde. Dann bei uns hier im Saarland kommt im Wesentlichen diese Germana vor, die einen eher rotbraunen Thorax hat. Auf jeden Fall sieht diese Vespa Crapo braun-rotbraun aus und hat einen wie wespentypisch gelb, hauptsächlich gelben Hinterleib, während eben unsere Vespa velutina nigritorax hauptsächlich schwarz erscheint. Sie haben auch einen Größenunterschied. Unsere Vespa Crapo ist sehr viel kompakter, größer im Eindruck als die Vespa velutina, die eher ein bisschen zierlicher auffällt. Aber wenn ich die Tiere fliegen sehe und keinen Referenzpunkt habe, fällt dieses Auseinanderhalten der Größen sehr schwer. Deswegen kann man sich ins Gedächtnis rufen,
wenn man berichten will, wie hat das Tier denn ausgesehen, das ich da habe fliegen sehen, den Flugeindruck. Der Flugeindruck bei einer Vespa Crabro ist gelb. Da fliegt was Großes, Dunkeltöniges, also so brrr, an mir vorbei, das einen gelben Eindruck macht. Das ist die Vespa Crabro. Und etwas, das einen etwas und also anderen Höreindruck macht, die haben einen ganz kleinen, eine andere Flügelschlagfrequenz, die hören sich ein bisschen hochtöniger an, die Vespa Velutina, und machen den Flugeindruck schwarz. Diese Kreise hier, die Ovale hier, die sind übrigens gleich groß, ist eine optische Täuschung, dass die unterschiedlich groß aussehen. Das zum Größenunterschied und zum unterschiedlichen Farbeindruck. Und wenn ich eben diesen Flugeindruck habe, schwarzes, großes, fliegendes Insekt, dann kann ich das durchaus mit anderen Insekten verwechseln. Und zwar mit besonders geschützten Insekten auch. Wir haben bei uns eine einheimische Wespenart, die wir umgangssprachlich als kleine Hornisse bezeichnen. Sie gehört zu den Langkopfwespen, weil die Kiefer ein Stück unterhalb der Augen eingesetzt sind. Das heißt, sie haben ein etwas verlängerte Wangen, deswegen heißen sie Langkopfwespen. Bei den Kurzkopfwespen sind die Kiefer direkt unter den Augen eingehangen. Es gibt kaum eine Wange, kaum eine Backe. Und deswegen heißen die anderen Kurzkopfwespen, die Dolichovespula media, gehört zu den Langkopfwespen. Wenn man ihnen nahe genug kommt, kann man das sehen. Die heißt kleine Hornisse, weil sie unserer Vespa Crabro, also die Königinnen sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Sie sind ungefähr gleich groß. Die Dolichovespula media Königin ist nur ein wenig kleiner als unsere Vespa Crabro. Und die Arbeiterinnen sehen nun dummerweise der Vespa Velutina sehr ähnlich. Die Arbeiterinnen der mittleren Wespe hat am Hinterleib auch so gelbe Streifen und ist hauptsächlich schwarz. Aber der Thorax hat eben hier diese gelben Ecken. Das hat die Vespa Velutina nicht. Sie hat mehr schwarze Elemente im Gesicht. Und eben, wie gesagt, jedes Segment des Hinterleibs hat eine gelbe, mehr oder minder dicke Binde. Das kommt immer darauf an, bei welcher Temperatur die aufgewachsen sind. Dann kann sich auch diese Bindendicke ein bisschen unterscheiden. Und sie hat vor allen Dingen nicht diese klar abgegrenzten schwarz-gelben Füße, sondern sie hat eher so gelbbraune Füße. Was man auch verwechseln kann, werden wir jetzt gleich im nächsten Bild sehen, ist das Nest der Dolichovespula media mit dem der Vespa velutina, jedenfalls die Primärnester der Vespa velutina. Denn die kleine Hornisse ist die einzige einheimische Hornissenart, die freie Nester in Sträuchern baut. Selbst unsere sächsische Wespe baut nicht in Sträuchern, sondern eher in der Regel außen an Hauswänden oder außen an Bäumen. Aber die Vespa, die mittlere Wespe eben in Sträuchern. Das, was sie zu erkennen gibt, ist die Farbe des Nestes. Die ist nämlich grau im Gegensatz zu den Nestern der Vespa crabro und der Vespa velutina, die eher beigebraun sind. Auch zu verwechseln ist die Vespa velutina im Flug vielleicht gerne mit der großen blauen Holzbiene, die hier unten abgebildet ist auf einem Wikipedia-Bild. Die heißt auch blauschwarze Holzbiene oder violettflügelige Holzbiene im umgangssprachlichen, im fachlichen, im Lateinisch, ihr lateinischer Name ist Xylocopa violacea, die Holzbiene. Die ist aber metallisch schimmernd, sieht eher einer großen Hummel ähnlich, ist zwar nicht ganz so viel behaart, aber eben eher hummelkompakt und hat violettblau schimmernde Flügel. Das ist der große Unterschied. Sie hat auch ein ganz anderes Lebensspektrum. Man kann zwar überwinternde, erwachsene Weibchen zusammen oder neben Hornissenköniginnen im Holz, im Totholz finden. Dort verstecken sie sich über den Winter, aber ansonsten unterscheiden sich ihre Lebensbereiche sehr. Beide diese, die mittlere Wespe und
Die blau-schwarze Holzbiene stehen unter besonderem Schutz, sind also auch nicht der Natur zu entnehmen. Man macht sich damit strafbar, wenn man das tut. Eine weitere Verwechslungsmöglichkeit ist die Verwechslung mit einer Holzwespe, und zwar mit unserer Riesenholzwespe Urocerus gigas. Beide Urocerus gigas, nee, alle drei eigentlich Urocerus gigas, die Psilocopa violacea und die Dolichovespula media stehen nicht umsonst unter besonderem Schutz. In den letzten paar Jahren sind sie wieder häufiger geworden durch die Naturschutzbemühungen eben, aber die waren bei uns im Saarland mal fast von der Landkarte verschwunden. Die Riesenholzwespe ist so groß wie eine Hornisse, sieht auch eigentlich unserer einheimischen Hornisse ähnlich, da sie vorne schwarz und hinten eben gelb ist. Was sie zu erkennen gibt, ist ihr Legebohrer. Die kann also auch gar nicht stechen, sondern das hier hinten ist kein Stachel, das ist ein Legebohrer, das ist die Scheide des Legebohrers. Und dies hier ist der Legebohrer selber, den dieses Tier gerade ins Holz gesteckt hat. Von Pilz befallenes Holz wird von dieser Wespe mit Eiern belegt. Diese Eier, die Larven, dann aus den Eier schlüpfen. Die Larven ernähren sich von Holz und auch vor allem von dem Pilz, der in dem Holz ist. Die sind riesig groß, die sind so groß wie ein der kleine Finger eines erwachsenen Menschen. Und die bohren Gänge in das Holz, die dann wieder die Lebensgrundlage oder die Brutgrundlage von zum Beispiel der blauen Holzbiene von der Xylocopa bilden. Also auch diese steht unter besonderem Schutz und ist deswegen nicht der Natur zu entnehmen. Und wenn ich jetzt wissen will, mit wem habe ich es denn zu tun, ist nicht nur die Färbung und das weitere Aussehen ein Kriterium, sondern wenn ich Nester finde, kann ich, ohne dass ich da unbedingt gucken muss, wer denn rein und raus fliegt, schon sagen, mit wem ich es da zu tun habe. Wenn ich es mit der Vespa velutina hier zu tun habe, die macht ihre Primärnester zwar gerne unten auch in die Erde und in Sträucher, da muss ich eben schauen, wer rein und raus fliegt. Aber wenn ich ein Nest hoch oben in einem Baum finde, oder sehe, dass so ein bisschen eiförmig, tropfenförmig dort oben hängt und nicht mit lauter Zweigen versehen ist, das wäre dann unter Umständen ein Elster- oder Krähennest, sondern wenn da wirklich ein papiernes Nest hängt, kann man ja mit dem Fernglas dann mal gucken, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Vespa-Velutina-Nest. Während wenn ich ein Nest in einer Baumstammhöhlung, in einem Vogelnistkasten finde, in einem anderen Hohlraum, dann ist das meistens dann ein Vespa-Crabro-Nest, also ganz gerne auch in Dachgiebeln unterm Dachboden zu finden, aber innen drinnen, nicht draußen vor, wie es die Vespa velutina machen würde. Dann ist es meistens die Vespa-Crabro, unsere einheimische Hornisse. Wenn ich dann eines finde, das in Sträuchern gemacht ist, und zwar in niedrigen Sträuchern, ist das höchstwahrscheinlich die Vespa Dolichovespula media, die kleine Hornisse. Und wenn ich eines im Komposthaufen, im Boden oder bei mir auf dem Dachboden finde, es ist grau und es fliegen kleinere Insekten rein und raus, dann ist es eben entweder die deutsche oder die gemeine Vespe auf dem Dachboden, kann es dann auch schon mal die sächsische Vespe sein. Also dieses sind die Nester, die man eigentlich wenig gut mit den Vespa-Velutina-Nestern verwechseln kann, es sei denn, es handelt sich eben um Primärnester. Ich habe vorhin gesagt, es gibt Geschlechterunterschiede, und ich habe die schönsten Bilder, die ich von den verschiedenen Geschlechtern finden konnte, waren die von der Vespa Crabro, von unserer Einheimischen. Deswegen habe ich die hier jetzt mal verwendet. So im großen Ganzen ist aber die Geschlechterunterscheidung für Vespa Crabro und Vespa Velutina gleich. Hier nochmal eine schöne Vespa Crabro germana mit dem typischen rotbraunen V auf dem Thorax. Hier das Mesoscutum, das eigentlich schwarz ist, aber eben dieses orangebraune V hat.
dann die erste schöne rotbraune Binde am Hinterleib, dann die schwarzen Binden und dann das wespentypische Gelb am Hinterleib, das auch wirklich bis zum letzten Segment durchgeht. Der Kopf auch eher rotbraun, die Fühler auch eher rotbraun, der ganze Eindruck eher hellgelb, also hellbraun und gelb. Hier haben wir dann jetzt eine Königin, die mit Abstand zu den anderen beiden, zu dem Arbeiter, zu der Arbeiterkaste und dem Männchen, die größte ist. Die Königin der Vespa Crabro wird bis zu 3,5 Zentimeter groß, während die Arbeiterin doch ungefähr 1 Zentimeter kleiner bleibt. Der Drohn ist ungefähr so lang wie die, naja, fast so lang wie die Königin, aber sehr viel schlanker. Ja, also anders als bei unseren Honigbienen, wo der Drohn richtig schön pummelig und eigentlich eher so aussieht wie eine kleine Hummel, ist das bei den Wespen eben anders. Da sind die Drohnen die schlanken. Beide Weibchen besitzen einen Stachel. Und hier bei der Vespa Crabro, wenn man die Fühlersegmente zählt, dann hat man 12 Fühlersegmente und 6 Abdomensegmente, wenn man die Abdomensegmente zählt. Beim Drohn, der hat Hörner, also diese hornartigen Fühler hier mit 13 Fühlersegmenten, deswegen eben länger, und mit 7 Abdomensegmenten, deswegen auch das Abdomen erscheint etwas schlanker. Bei der Vespa Velutina ist das Ganze dann eben ein Segment kürzer, also die hat dann nur 11 Fühlersegmente und 5 Abdominalsegmente und der Drohn hätte dann 12 Fühlersegmente und 6 Abdominalsegmente. Wenn wir uns dann jetzt noch weiter mit den Geschlechterunterschieden beschäftigen, dann kann man natürlich auch die Breite des Thorax messen, also diese von diesem einen Teil von dem Mesoskutum, dann würde eine Arbeiterin der Vespa velutina 4,4 mm maximal Breite haben und eine Königin, oder eine Jungkönigin, die nennt man Gynäs, die Jungköniginnen, dann eben fast 4,6 mm. Also wenn man da schon mit einem Feinmaß dran geht, 2 mm sind dann riesig viel. Das hat man deswegen gemacht, weil man anderer in der nächsten Folie kommt jetzt gleich. Man kann natürlich auch das Gewicht messen, aber im Winter nehmen die Arbeiterinnen ab und auch die Königinnen sind im Winter etwas leichter oder dann bei der Auswinterung, während sich die festgesetzte Größe nicht verändert. Die Breite des Thorax bleibt bestehen, denn die Vespa velutina haben wie alle Insekten ein Außenskelett, das fest ist und sich in seiner Größe nicht mehr verändert, während eben die Körpermasse dadurch, dass der Fettkörper aufgebraucht wird, zurückgehen kann. Und wenn man den Tieren dann nah genug kommt und wissen möchte, habe ich jetzt einen Drohnen, der nicht in sein Nest zurückfliegt. Das ist nämlich wichtig für die Nestverfolgung, wenn man Tiere fliegen lässt, um zu verfolgen, wo sie denn ihr Nest gebaut haben. Der Drohnen fliegt in der Regel nicht unbedingt in das eigene Nest zurück, während es eine Arbeiterin in der Regel tut. Und der Drohn, der hat hinten ein Segment mehr zum einen. Zum anderen hat er hier diese wellenförmige also Cuticula, das Außenskelett, macht hier eine Wellenform, während es bei der Arbeiterin spitz zuläuft. Auch bei der Königin, die sind beide hinten spitz, nicht nur, weil sie einen Stachel besitzen. Das also zu den Geschlechtsunterschieden, die man anhand der Körperform feststellen kann. Es gibt dann noch die Geschlechtsunterschiede oder vielmehr die Kastenunterschiede, in dem Fall ja Arbeiter- und Königin-Kaste. Als Gewichtsunterschied hat man sich damit beschäftigt. Die Drohnen hat man hier dann außen vor gelassen. Und zwar kann ich das Nassgewicht messen. Das hat man hier für Königinnen im September gemacht und für Arbeiterinnen im Juni, einfach deswegen, weil es vorher noch keine Königinnen gibt. Und man hat dann eben festgestellt, dass das Nassgewicht einer Arbeiterin im Juni etwa 188 Milligramm beträgt, plus minus, und im November etwa 380, also fast 400 Milligramm. Und das der Königin ist um doch einiges mehr. Da ist es im September um die 600 Milligramm.
und im November zur Überwinterung hin dann 700 Milligramm. Das muss so sein, weil die Königin ja im Winter Fettkörper angesammelt haben muss, damit sie die Überwinterung überstehen kann. Auch die Arbeiter sind im November etwas schwerer als im Juni. Das liegt daran, dass die erstgeborenen Arbeiter ein wenig unterernährt sind, weil noch nicht so viele Arbeiter da sind, die die Larven füttern können, während sie dann im Verlaufe des Nestwachstums, wo dann mehr Arbeiter zur Verfügung stehen, dann schwerer werden können, einfach weil die Larven besser gefüttert werden. Man kann natürlich auch das Trockengewicht untersuchen, das ist auch gemacht worden, es ist aber eine ziemlich aufwendige Technik. Aber rein der Informationshalber gibt es eben auch im Trockengewicht entsprechend des Nassgewichtes einen Unterschied. Es gibt natürlich mehr Arbeiter, deswegen ist diese Kurve hier höher. Das heißt aber nicht, dass sie schwerer sind. Das Gewicht ist hier unten in der X-Achse dargestellt. Also die Arbeiterinnen, die wiegen um die 250 Milligramm, während die Königinnen doch deutlich schwerer als 250 Milligramm werden. Also die haben hier um die 350 Milligramm, während die Arbeiterinnen deutlich weniger, nämlich um die 200 und 150 Milligramm haben. Das Ganze trifft sich eben hier in der Mitte bei 250 Milligramm. Da hat man die Grenze gesetzt und es gibt bei dieser Messtechnik einen relativ großen Überlappungsbereich von 5% Unsicherheit. Deswegen wird eben lieber und weil auch nicht weniger arbeitsintensiv das Nassgewicht genommen oder eben die, wie wir vorher gesehen haben, Mesoskutumbreite gemessen. Hier sehen wir jetzt noch einmal den Unterschied Arbeiterin und Drohnen. Der Drohnen mit seinen wunderbaren Hörnern, die er so mit den mehr Segmenten als bei der Arbeiterin, die eben nicht diese Hörnchen hat. Was wir hier sehen, ist ein Primärnest und ich fand dieses Bild so schön, weil es kurioserweise in einem Bienenrämchen gebaut worden ist, das wohl vorher erstmal zerfressen worden ist. Von wem auch immer, das muss nicht unbedingt die Vespa velutina gewesen sein. Man sieht also hier das kleine Embryonest, also wirklich das erste Nest. Da drin sitzt jetzt eine Königin auf dem charakteristischen Wespen, Stiel, der das Initial, die erste, die, das Initialnest, die erste Wabenscheibe bildet, sehen wir gleich noch. Und hier unten sehen wir Larven in der Entwicklung, wie sie mit ihren Köpfchen aus der Papierzelle, aus der Wabenzelle herausgucken. Kurios bei den Wespen ist, die Arbeiter, die diese Wespenlarven füttern, jagen andere Insekten, vorzugsweise beflügelte Insekten, bei unseren Einheimischen Vespa crabro, die nicht an Aas gehen. Die Vespa velutina geht durchaus auch an Aas, also die bringt auch Aas als Proteinnahrung mit in den Stock. Von Fluginsekten sammelt sie, genau wie unsere einheimische Hornisse, lediglich die Brustmuskulatur, die Flugmuskulatur, zerkaut die, lagert die, fliegt mit dem Pellet weg, zerkaut es dann, das wird dann im Kropf mit Verdauungssäften versehen und wird dann den Larven wieder vorgewirkt und gefüttert. Die verdauen das ihrerseits und geben dann als Belohnung für die Arbeiter, die sie füttern, im Prinzip Kotze ab. Also die scheiden dann wieder einen protein- und zuckerreichen Saft ab mit all dem Inhalt, den sie selber nicht brauchen und füttern damit wiederum die Arbeiter, das heißt, die Arbeiter nehmen das von sich aus auf als Ernährung für sich selber. Das heißt, Arbeiter sind eher für sich selber als Flugbenzin und Ernährung Zucker orientiert, während sie für das Sammeln, für die Brutaufzucht proteinorientiert sind. In diesem Bild sehen wir nun also wie so ein Embryonest von innen aussieht. Hier ist die Hülle aufgeschnitten. Wir sehen hier die Zellen als Seitenansicht, hier von unten als Ganzansicht. Das helle sind verdeckelte Zellen, das dunkle sind noch offene Zellen. Man sieht, dass diese erste Wabe ein wenig unregelmäßig gebaut ist. Von außen sieht das eben ganz genau so aus.
Hier sieht man allerdings schon die ersten Arbeiter, die mitmachen beim Bauen. Wenn die Königin hier diese ersten Zellen belegt, dann hat sie selber noch gebaut und fliegt auch selber aus, um Nahrung zu holen. Sie legt sich hier oben um diesen Stiel rum und erzeugt auch durch Muskelkontraktion Wärme. Alles genauso wie bei unserer Vespa Crabro. Auch wie bei unserer Vespa Crabro legt sie ein Ei in eine Zelle. Dieses Ei schlüpft dann zu einer Larve. Die Larven häuten sich im Wachstum. Es gibt 5 Larvenstadien. Die letzte Larve defäkiert dann, bevor sie sich verpuppt und zur Präpuppe wird. Und dann findet die Verpuppung statt bis hin zur Ausfärbung und zum Schluss. Das, was hier mit M markiert ist, ist das sogenannte Mekonium. Und das ist nämlich das, was diese Vorpuppe dann ausscheidet. In diesem Stadium trifft sich dann nämlich der Darm, der vom Mund ausgebildet wurde, embryonal, und der vom After her gebildet wurde, embryonal, trifft sich in der Mitte, verbindet sich, und nur dann kann eben defäkiert, also gekackt werden. Und das Ganze nennt sich dann Mekonium. Man sieht also hier, dass die Königin ein Ei in eine schon einmal belegte Zelle gelegt hat, ist genauso wie bei unseren Honigbienen, nur dass unsere Honigbienen das fein säuberlich ausputzen und die Wespen offensichtlich nicht. Und man kann dann eben daran sehen, wie viel Mekoniumschichten sich in den Zellgründen befinden, wie oft diese Zelle schon belegt worden ist. Die Entwicklung dauert 48 Tage ungefähr, 13 Tage Eientwicklung, 16 Tage Larvalentwicklung, 19 Tage Puppenentwicklung in der verdeckelten Brut dann eben. Das heißt, wenn die Königin im April, Mitte April, Ende April mit der Nestgründung beginnt, dass wir dann eben erst Ende Mai oder sogar Mitte Juni erst die ersten Arbeiterinnen überhaupt treffen können. Diese Studie hier hat 77 Nester seziert, also 77 Nester zu verschiedenen Jahreszeiten aus den Bäumen geholt und angeschaut, was man denn da alles drin gefunden hat. Sie haben gezählt, wie viele Waben es gibt. Also die werden ja in Etagen gebaut, und dann gibt es eben 11 Etagen. Maximal haben sie gefunden, maximal gezählte Zellen in diesem Riesennest waren 13.574. Und geschlüpfte Individuen eben daran gesehen, dass Mekonium in der Zelle war und das Zellhütchen aufgebrochen war, waren 13.340 Zellen. Der Unterschied kommt dadurch zustande, dass manche Zellen ausgeräumt werden, bevor es zum Puppenstadium kommt, weil da eben irgendwas nicht gerade ist, genau wie bei unserer Honigbiene auch. Durchschnittlich in allen Nestern waren es aber nur 6.000, ungefähr 6.500 Zellen. Und zu jedem beliebigen Zeitpunkt oder zu dem maximal beliebigen Zeitpunkt haben sie 430, durchschnittlich 430 flugfähige Individuen in den Nestern gefunden. In dem allergrößten Nest, eben in diesem hier mit 11 Waben, waren es über 1700, aber das sind wohl Ausnahmen. Sie haben dann anhand der Zellgröße festgelegt, wie viele Königinnen dort geschlüpft sein können, und da sind sie auf maximal 563 gekommen. Das scheint eine riesengroße Zahl. Man muss aber in Betracht ziehen, dass nur etwa zwischen 10 und 0,01% der Königinnen, die ein Nest entlässt, den Winter überstehen und im nächsten Jahr zur Nestgründung kommen. Der Nestverlauf, also die Nestentwicklung, sieht so aus, dass halt, wenn die Temperaturen, die Durchschnittstagestemperaturen im Frühjahr über 15 Grad klettern, die überwinterten, begatteten Königinnen beginnen mit der Nestgründung, mit den Primärnestern. Dann, wenn die ersten Arbeiterinnen bereit sind, etwa 48 Tage nach Nestgründung, wächst das Nest dann auch substanziell. Und wenn es in einem Raum gegründet worden ist, in dem nicht genug Platz ist dafür, dass es eben wachsen kann, dann ziehen also 70% der gegründeten Nester auch wieder um und bilden Sekundärnester, die dann eben bis zu 11 Waben anwachsen können. Das passiert über den Sommer.
Im Spätsommer, so etwa Anfang September, beginnt dann die Reproduktionsphase. Da schlüpfen nämlich dann die ersten Drohnen. Und die ersten Drohnen, die schlüpfen etwa 14 Tage vor den ersten Königinnen, vor den ersten Gynen, also den ersten Jungfernköniginnen. Die Geschlechter, also die Drohnen und die Königinnen, verlassen dann ungefähr im November die Nester. Es findet eine Begattung statt und die begatteten Jungköniginnen verstecken sich dann in der Umgebung, um zu überwintern. Ende Oktober stirbt auch klimaunabhängig die Altkönigin, die Nestgründerin. Damit gibt es dann keine Eier mehr, keine begatteten Eier mehr. Es ist übrigens genauso wie bei unseren Honigbienen auch. Die begatteten Eier ergeben Weibchen, die unbegatteten Eier ergeben die Männchen. Wobei es auch Ausnahmen gibt. Es gibt auch Drohnen, die aus begatteten Eiern entstehen. Das weiß man noch nicht, warum das so ist, aber das gibt es aber nur sehr selten. Und die entstehen dann auch ein bisschen früher, aber grundsätzlich entstehen die ersten Drohnen ebenso im September. Im November verlassen die Geschlechtstiere dann die Nester über die Weibchen, also die Jungköniginnen, überwintern. Und weil keine Königin mehr da ist, keine Arbeiter nachwachsen können, keine Ernährung bei uns hier in unseren Breitengraden von außen mehr möglich ist, also nicht in der Substanz, wie es notwendig wäre, um ein großes Nest aufrechtzuerhalten, weil auch all die anderen Insekten entweder schon gestorben sind oder sich in den Winter zurückgezogen haben, findet dann über den Winter hinweg der Nesttod statt. Früher oder später. Es kommt durchaus vor, dass wir dann eben, wie es berichtet worden ist, auch schon mal auf einem Weihnachtsmarkt noch eine Vespa velutina im Glühwein finden. Ich habe das Ganze als lineare Funktion dargestellt, nicht als Kreis, denn ich bin der Meinung, es ist eben in dem Sinne kein Kreislauf, als hier eben die Königin stirbt. Und im nächsten Jahr eine der überwinternden Jungköniginnen an einem anderen Ort wieder ein neues Nest gründet. Die Altnester werden in der Regel nicht noch einmal verwendet. Hier sehen wir jetzt von Tim Wracken von Tom Wracken ein Bild, wo sich die Nester befinden können. Diese Bilder hat mir sehr netterweise der Herr Christoph Altmaier aus seiner Facebook-Gruppe zur Verfügung gestellt. Und zwar hat der Tom Wracken hier ein Nest oben in einem Baum fotografiert, in einer Pappel, die noch Blätter trägt. Wenn man unter dieser Pappel steht und die Tiere fliegen gen Himmel aus, dann nimmt man diese Nester nicht wahr. Auch wenn man direkt unten drunter Bienen stehen hat, man registriert das Nest oben im Baum erstmal nicht. Dieses hier ist ein Primärnest, das in den Boden reingebaut ist, an einem Ast, sehr schön zu sehen, aber in den Boden rein. Also die Augen nicht nur nach oben richten, sondern eben auch mal nach unten, um jetzt im Frühjahr vor allen Dingen die Primärnester zu finden. Das hier ist ja dann ein Nest im Sommer, wenn dann eben die Blätter schon am Baum sind. Jetzt im Winter kann man vielleicht noch Altnester entdecken. Das ist deswegen sinnvoll, weil man dann sehen kann, wo Jungköniginnen vorhanden sein könnten, die sich eben zur Überwinterung in der Nestumgebung versteckt haben. Es gibt eine Studie darüber, die sich damit beschäftigt hat, wo denn die Vespa velutina am liebsten hinbaut. Und das ist eben auch verschieden verteilt, weil dummerweise bei uns in der Stadt am liebsten an Gebäuden. Hier sieht man, da wird ein Nest mit einer Feuerwehrleiter entfernt. Dann auf dem Land am liebsten hoch in den Bäumen. Hier ist noch einmal dieses Nest in nicht dieses, sondern ein Nest in Nahaufnahme. Der nächste Bauort ist dann am liebsten in immergrünen Bäumen, die sehr hoch werden und also nur 2%, also sehr, sehr wenig, dann eben in Sträuchern zu verwechseln mit unserer Dolichovespula media. Noch viel weniger gibt es sie freinistend auf dem Land, aber auch das kommt vor. Und wenn man Nester jetzt findet, dann auch im Sommer und man findet das in der Garage und denkt, oh, Vespa crabro, muss ich schützen, nicht anschauen, nicht antasten, gucken, wer rein und raus fliegt.
weil es kann durchaus sein, dass es eine späte Nestgründung, die bleibt dann relativ klein, obwohl es eigentlich auch schon dann in diesem Nest Geschlechtstiere im September geben kann, ist als späte Nestgründung klein geblieben und hängt in einem Schuppen oder in einer, also in dem Fall ist es ein Schuppen, könnte auch eine Garage sein. Dort dann mal genauer hingucken, weil das wäre jetzt zum Beispiel ein Ort, wo man sie sehr leicht wieder entfernen könnte. Man hat sich viel damit beschäftigt und auch schon früh damit beschäftigt, was denn diese Vespa velutina für Nahrungsspektrum hat. Und auch dieses Nahrungsspektrum unterscheidet sich zum einen umgebungsabhängig. Also je nachdem, wo die Nester gegründet werden, verfressen die eben, wie man es hier sehen kann, im urbanen, im städtischen Bereich am allerliebsten Honigbienen. Das liegt aber nicht daran, dass sie Honigbienen geprägt sind, sondern es liegt daran, dass die Vespa, velutina nicht dumm sind. Die gehen nämlich genau dahin, wo Insekten, also das, was sie am liebsten fressen und als Proteinquelle brauchen, in großen Massenvorkommen vorkommen. Und das ist eben in der Stadt nicht irgendwelche kleinen Drosophilas, also Moschmückle oder so, sondern das ist eben die urbane Bienenhaltung, die in den letzten Jahren so in geworden ist. Wenn ich also Bienen in die Stadt stelle, wo nicht viel anderes an Insektenmaterial existiert, jedenfalls nicht in Massenvorkommen, dann ist das natürlich für die Vespa velutina ein gedeckter Tisch und dementsprechend spiegelt das ihr Nahrungsspektrum wider. Sie frisst dann auch noch verschiedene Fliegen und sie frisst andere Hautflügler, also andere Wespen und sie frisst diverse Wespen und wie will ich sagen, also Hautflüger können dann ja auch noch andere Bienen sein, die zu einem kleinen Prozentsatz mit drin sind. Also sie frisst auch Wildbienen wie Hummeln und unsere Mauerbienen, aber die eben dann auch nur, wenn sie irgendwo an einer Nisthilfe konzentriert vorkommen. Und sie frisst auch verschiedenes anderes. Ich hatte schon gesagt, sie frisst auch Aas, anders als unsere Vespa Crabro, die sie nie an ihrem Schwenker treffen werden, weil die Vespa Crabro eben einfach nicht an Aas interessiert ist, während die Vespa Velutina gerne auch mal Aas holt, dementsprechend auch ihren Schwenker besuchen kann und auch mal totes Maus oder sonst etwas einträgt und auch Spinnen frisst. Das ist dieses Hellblaue, das ist im urbanen Bereich. Wenn wir uns den Landwirtschaftsbereich anschauen, ist diese Verteilung andere Hymenopteren, andere Wespen genau gleich. Also nicht genau, aber fast gleich wie auf dem Land. Aber in der Landwirtschaft frisst sie fast so viele Fliegen auch wie Honigbienen. Und im Wald ist es noch ähnlich nah beieinander, ähnlich viele Honigbienen wie andere Insekten. Das liegt daran, dass in der Landwirtschaft und im Wald eben andere Insekten teilweise auch an Punkten massig vorkommen, wie zum Beispiel auf Misthaufen oder an Tierfäzes, an Tierkadavern. An Tierkadavern kommen im Wald sehr viele Schmeißfliegen vor. Das ist gefundener gedeckter Tisch für die Vespa velutina und in der Landwirtschaft eben Misthaufen, Komposthaufen und solche Quellen für Insekten. Ein Vespa-Velutina-Nest kann zwischen 11 und 20 Kilo Insektenmaterial im Jahr, also in der gesamten Saison, nicht irgendwie im Monat, sondern über das ganze Vespa-Velutina-Jahr verteilt fressen. Das macht dann vielleicht auch schon wieder ein Problem, wenn ich mir diese Verteilung hier angucke, dass sie eben viele andere Bestäubungsinsekten fressen. In diesem Fall hier, wenn ich die anderen Wespen und anderen Hymenopteren mit dazu zähle im Wald und in der Landwirtschaft, dann macht die Biene eigentlich gar nicht mehr so das große Gewicht aus, sondern eher die anderen Insekten, die dezimiert werden und eben damit auch aus der Bestäubungsleistung herausfallen. Also hier ein weiteres Kaviar für die Vespa velutina.
Wir kommen also jetzt damit dann zu den verschiedenen Problematiken, die die Vespa velutina erzeugen kann. Zunächst also in der Kulturlandschaft. Sie besiedelt eben bevorzugt die urbanen Bereiche, wo sie dann eben auch für die Bewohner der urbanen Bereiche, für die zweibeinigen Bewohner der urbanen Bereiche gefährlich werden kann, wenn sie eine bestimmte Dichte erreicht hat. Hier jetzt erstmal, sie ist ein hervorragender Flugjäger. Also wir haben auf der rheinland-pfälzischen Veranstaltung Filme gesehen, wo die Vespa velutina mit dem Rücken zum Flugloch der Honigbienenvölker steht und die ankommenden Honigbienen abfängt. Und zwar ein Zustoß, eine Honigbiene. So gewandt wie dieser Jäger ist unsere Vespa crabro, also unsere einheimische Hornisse, nicht. Das hatte ich schon gesagt, also ein Velutinervolk kann eben bis zu 11 Kilo Entomomasse, also andere Insekten, verzehren. Wenn ich das im urbanen Bereich auf nur die Honigbienen beziehe, können das 7 Kilo Honigbienen sein. Jetzt darf man keinen Schreck kriegen, das ist ja nicht auf einmal gefangen, das ist auch nicht in einem Bienenvolk gefangen, sondern das ist über die gesamte Wespensaison verteilt. Wenn ich viele Bienen in der Gegend rumstehen habe, im glücklichsten Fall eben auch auf viele Völker verteilt. Dumm ist eben nur, also unsere Honigbienen verteidigen wohl ihren Stock, wenn sie so eine Vespa velutina, wenn die mal zu nah kommt, erwischen, knäulen sie die auch ein. Aber anders als die Apis cerana in Asien, wo die Hornisse ja herkommt, können unsere einheimischen Hornissen nicht so viel Wärme, unsere einheimischen Honigbienen nicht so viel Wärme erzeugen, dass die Vespa velutina in diesem Knäuel wirklich erstickt wird. Die lebt, wenn die Bienen dann aufhören mit dem Knäuelen, unter Umständen noch. Also hier einmal, die Bienen können diesen Mechanismus, aber er trifft nur, also er tötet wirklich nur unsere Einheimische, die Vespa crabro, nicht aber die Vespa velutina, weil die ein größeres Wärmekälteresistenzspektrum hat. Sie hält mehr Kälte aus, sie hält aber auch mehr Wärme aus. Unsere Bienen machen, wenn Wespenbeflug da ist, einen Teppich auf dem Flugloch. Das haben Sie vielleicht schon mal beobachtet. Und alle Bienen stehen mit den Vorderfüßen hoch in Abwehrhaltung den Wespen entgegen. Das machen unsere Bienen hier auch, aber die Vespa velutina landet nicht an in der Regel. Wenn zu viele Vespa velutina Hovering machen, also vor unseren Bienenstöcken schwebenderweise hin und her fliegen und die einfliegenden Honigbienen abfangen, dann entsteht unter Umständen, also man hat so 15 andauernd dort stehende Hornissen festgelegt in der Anzahl, wo dann eben diese Foraging Paralysis, also die Sammellähmung eintritt bei unseren Honigbienen. Die fliegen dann nicht mehr aus, um zu sammeln und verbrauchen ihre Stockvorräte an Zucker, also Honig und Pollen. Und da muss der Imker dann eben nachsteuern. Er muss füttern und muss ständig das Gewicht und die Anzahl der Bienen kontrollieren, wenn er eben feststellt, er hat Velutina. Beflug. Warum fliegen die dann nicht mehr aus? Es gehen halt zu viele Sammler verloren. Es trauen sich viele Wächterbienen, dann können diese Funktion der Sammler nicht übernehmen. Der Futterfluss wird geringer und das ist dann eben ein Signal für die Honigbienen drin zu bleiben. Kommt noch dazu, dass eben wirklich unsere Honigbienen, wenn sie die Fluglöcher anfliegen, recht gerade in den Bienenstock schweben, während die Apis cerana eher so im Zickzack kommen. Das heißt also, in Asien fängt die Vespa velutina weniger Honigbienen, weil die eine andere Einflugstrategie haben als unsere einheimischen Apis mellifera, also die westlichen Honigbienen. Was man auch noch beachten muss, ist, dass alle Wespen Aufräumer sind. Ich habe mit Wespen an meinen Bienenstöcken noch niemals ein Problem gehabt. Ich siedle Wespen um und ich setze sie teilweise in direkt bei meinen Bienen stehende, alte, also nicht gebrauchte, im Moment nicht gebrauchte Bienenstöcke um. Die besetzen dann diese Bienenstöcke, tun ihr Ding, aber mit meinen Bienen haben die noch nie geschadet.
Das ist jetzt meine Erfahrung. Ich habe noch keine Erfahrung mit der Vespa Velutina. Das wird sicherlich ganz anders aussehen. Aber das Fazit ist trotzdem, wenn die Bienenvölker den Vespa Velutina Beflug ausgehalten haben und in die Überwinterung gehen, dann muss ich sehen, dass sie sonst keine anderen Defizite haben. Ich muss schauen, dass ich schwache Völker zusammenlege. Ich muss schauen, dass sie keinen Varroa-Druck in sich haben, und ich muss sehen, dass sie ausreichend Futter haben. Das sind die Faktoren, die ich als Imker beeinflussen kann, um eben auch von Vespa velutina beflogene Völker über den Winter zu kriegen. Das stimmt aber nicht nur für Vespa velutina, sondern diese Feststellung hat Gültigkeit für alle anderen Eventualitäten in der Bienenhaltung. Ich muss sehen, dass ich nur starke und gesunde Völker in den Winter also in den Winter bringe, damit ich sie auch wieder auswinter. Was hat jetzt die Vespa velutina auf die anderen Insekten in der Umgebung für eine Wirkung? Das hat man noch nicht so richtig untersucht. Also man hat noch nicht geguckt, ob die wirklich einen Einfluss hat auf die anderen Insekten. Das war zum Beispiel in Neuseeland so, als die deutsche Wespe dort angekommen ist, hat sie andere Insektenpopulationen so stark reduziert, dass es unter anderem ist, sie hat sehr eine Blattlaus reduziert, die für die Honigbiene eine Nektarquelle gewesen ist. Und damit hat es dann indirekt die Honigbienenhaltung beeinflusst. Das hat man in Europa jetzt noch nicht untersucht, was die Vespa velutina dort für einen Einfluss hat. Die einzigen, die das ein bisschen angeguckt haben, sind die Koreaner. Die haben in Busan City geschaut, was es dort für einen Einfluss auf andere Hornissenarten hat. Und zwar haben die dort diese kleinere, die Vespa selimina, als einheimisch, und die Vespa mandarina, die Riesenhornisse. Und beide sind durch das Einziehen der Vespa velutina, die auch in Korea nicht einheimisch gewesen ist, sondern jetzt dort invasiv vorkommt, reduziert. Also die Vespa semillima um 20% und die Vespa mandarina um 10%. Das kann auch bei uns in Deutschland eintreten mit unserer Vespa crabro, weil sich viele Lebenspunkte der Vespa crabro mit denen der Vespa velutina überschneiden. Diese Veröffentlichung in der Zeitschrift Biene und Natur von 2018 listet einmal die Unterschiede ein bisschen auf, und man kann dort schon sehen, dass genau das also auch eintreten kann. Allein durch die Neststärke kann die Vespa velutina Nischen besetzen, die vielleicht eigentlich die Vespa crabro besetzen würde. Da diese aber dann auch später mit ihrer Nestgründung anfängt, kann die Vespa velutina eventuell einen Nestgründungsvorteil erreichen. Sie teilen sich Nahrungsquellen. Die Erwachsenen beider Wespenarten brauchen süße Pflanzensäfte. Und sie brauchen beide Insekten in verschiedener Insektenart Verteilung. Was kann das Ganze jetzt für einen Impact für eine Beeinflussung des Mensch-Tier-Verhältnisses haben? Das ist zum einen auch die medizinische Gesundheit. Im Medizinbereich kann die Vespa velutina großen Schaden erzeugen. Das ist zum Beispiel in Spanien, in Galizien der Fall. Dort hat sie eine enorme Dichte erreicht, und dort häufen sich im Sommer dann die anaphylaktischen Schockerscheinungen. Also man wird gestochen und bricht zusammen, weil man allergisch reagiert. Das liegt daran, dass die Vespa velutina zum einen Giftbestandteile hat. Also das Gift besteht ja aus Pheromonen, also aus Duftstoffen, aber eben vor allen Dingen aus den bei uns allergieerzeugenden Peptiden und Proteinen. Und die sind den Giftproteinen und Peptiden von Honigbiene und den anderen Wespenarten sehr ähnlich, sodass es dort Kreuzerscheinungen geben kann.
Vor allen Dingen enthält aber das Gift auch noch einen Bestandteil, der die Blutkoagulation beeinflusst, und den gibt es eigentlich nur im Schlangengift. Also etwas, was dann bei prädestinierten Personen, die schon Vorschädigungen haben, zum Beispiel zu Hirneinblutungen führen kann. Das aber auch hier nur gesagt als Vorsicht, dass man darüber Bescheid weiß und die Stiche nicht auf die leichte Schulter nimmt. Also Hornissennester, egal ob einheimische Hornisse oder Vespa velutina, beseitigen durch irgendwelche komischen Techniken, wie da mal reinhauen oder den Wasserstrahl vom Gartenschlauch draufrichten oder so, sind keine guten Techniken, sind nicht zu empfehlen und nicht auf die leichte Schulter, und Stiche sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das gilt hier genauso für die Verletzungen und Todesfälle. Bei Vespa velutina muss man eben verstehen, dass sie eine lange Lebenszeit hat, dadurch, dass sie durch ihre Lebensweise kälteresistent ist. Und deswegen gibt es immer auch wieder Fatalitäten im Winter, wenn man eigentlich nicht mehr mit stechenden Insekten rechnet. Vor allen Dingen aber muss man da mit Fatalitäten rechnen, wo man direkt in Nestkontakt kommen kann, zum Beispiel in der Landwirtschaft, in der Waldwirtschaft oder eben in der Baumwirtschaft, in der Landpflege, in den Städten, dass dort eben Leute, die Bäume pflegen, unwissentlich dann Äste abschneiden, das Nest nicht gesehen haben und das runterfallende Nest dann eben zu extremer Aggressivität der sich wehrenden, natürlich wehrenden Wespen führt. Bei der Vespa velutina muss man auch noch wissen, die stechen nicht nur einzeln wie unsere Vespa Crabro, da kommt mal ein Wächter und piekst mal, sondern die treten dann, also kommen dann wirklich zu Hunderten in der Verteidigung. Und sie stechen nicht nur, sondern sie spritzen auch ihr Gift. Und das ätzt, und wenn man das in die Augen kriegt, ist das nicht mehr lustig. Deswegen also, wenn man als geschulte Person Nester wegmacht, kommt man sicherlich sowieso schon gar nicht auf die Idee, das ohne wirklich wirkenden Schutz zu tun. Und als ungeschulte Person sollte man es sowieso lassen. Da gilt dann die Richtlinie, gucken, was es ist. Foto machen, wann habe ich es gesehen, wo habe ich es gesehen, am besten die GPS-Daten melden beim Umweltamt, bei der Biodokumentation, bei Herrn Werno. Die Adresse steht auch dann bei uns im Landesverband auf der Homepage. Dort geht die Meldung ein, wird weitergegeben an das LUA, also das Ministerium für Umwelt- und Arbeitsschutz. Und die organisieren dann die Entfernung. Das ist der Weg, wie man es machen sollte, und das sollte man zeitnah tun und nicht erst, wenn es einem 4 Wochen später nochmal wieder einfällt. In der Landwirtschaft können die Vespa velutina auch großen Schaden erzeugen. Das hatte ich zu Anfang schon gesagt. Man kann natürlich, man muss ihnen zugutehalten, wenn sie in kleiner Zahl vorkommen, können sie durchaus nützlich sein. Sie tragen dadurch, dass sie Nektar sammeln, um selber Flugbenzin zu haben, also eigene Versorgung in Form von Zucker zur Bestäubung bei. Und sie beseitigen ihrerseits wieder schädliche Insekten, wie zum Beispiel die Kirschessigfliege. Aber wie alle Wespen können sie auch schädigend wirken, indem sie eben hier die Trauben, aber auch Äpfel und andere Früchte anbeißen. Die Früchte haben dann damit eine Schadstelle, und selbst wenn sie nicht groß angebissen sind, können sich an diesen Schadstellen dann doch auch wieder Pilze breit machen. Genau wie das hier durch Mausverbiss passiert ist oder hier dadurch, dass die Wildschweine ihre Schnauzen an den Weinreben geputzt haben und damit eben die Trauben geschädigt haben. Da hat sich dann also extrem Pilz freigemacht, der zum Verdorren der Trauben führt. Genau diese Schäden, die hierdurch schon einheimische Schadorganismen erzeugt worden sind, könnte dann auch die Vespa velutina noch on top, also zusätzlich erzeugen. Was kann sie im Wirtschaftssektor für Kosten erzeugen?
Also es hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, was alleine die Beseitigung von Nestern, die gebildet worden sind, für Kosten erzeugen könnte. Und das ist also in Frankreich schon sehr hoch. Das ist in Frankreich im über 10 Millionen Bereich. Also ich glaube, da ist es mittlerweile bis auf 14 Millionen angestiegen. Und war in einigen Bereichen dann auch schon auf 43 Millionen pro Jahr hochgerechnet worden. Das ist hier bei uns in Deutschland dann vielleicht nicht ganz so viel, einfach weil wir ja auch flächenmäßig kleiner sind. Aber das sind Beträge, die nicht leicht zu tragen sind, wenn sie denn dann überhaupt zu tragen sind. Das Arsenal des Managements ist, und da hat sich wirklich eine Studie mit beschäftigt, weil es eben zu Anfang, wenn die Leute so verzweifelt sind, Baseballschläger verwendet worden sind, um die Tiere hinzumachen, zu beseitigen. Ganz schlecht, wenn man damit Nester beseitigt, aber auch nicht besonders zielführend, wenn man sich dem mit dem Baseballschläger vor die Bienenstöcke stellt und versucht, die Vespa velutina abzufangen. Schrotflinte macht wirklich keinen Sinn. Zuckerfallen kann man, werde ich jetzt gleich noch vorstellen, sind eine gute Technik fürs Monitoring, und dann eben die Telemetrierung, die zur fachgerechten Feststellung der Nestorte und zur Entfernung. Das sind sehr kostenintensive Methoden, die nicht immer zum Erfolg führen und die vor allen Dingen bisher nicht viel Erfolg hatten in der Eindämmung dieser Invasion. Das heißt, wir müssen Nester in jedem aktiven Stadium beseitigen oder inaktivieren, wie auch immer. Wir müssen das so früh wie möglich im Jahr tun, weil alle Nester, die gebildet sind, erzeugen eben wieder extrem hohe Kosten. Alles, was ich mit der Leiter erreichen kann, ist noch akzeptabel. Alles, was darüber hinausgeht, wird kompliziert. Zur Auffindung müssen wir alle verfügbaren Methoden anwenden. Da zählt eben die Triangulation zu. Da werden Dochtfallen für verwendet, die Telemetrierung oder eben auch die abgeänderten Flaschenfallen, die ich jetzt gleich vorstellen will. Aufklärung ist wichtig. Aufklären, aufklären, aufklären. Wer auch immer es hören will oder auch nicht, erzählen Sie von Vespa velutina. Sie müssen gemeldet werden, sie müssen registriert werden, und es muss viel kommuniziert werden. Kommunikation hat seine, hat, 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 funktioniert meistens nicht. Deswegen muss ich so viel wie möglich kommunizieren, damit wenigstens ein kleiner Prozentsatz funktioniert. Wie funktioniert das jetzt mit den Dochtfallen? Das kann jeder Imker sehr schnell für sich selber machen. Das kostet ein Twist-off-Glas, am besten eine zuckerhaltige Lösung, weil die Arbeiter eben für sich dieses Flugbenzin abgreifen und dann auch auf jeden Fall wieder ins Nest zurückfliegen. Ein Docht, der ungefähr 3 cm breit geschnitten ist, durch ein kleines Loch, durch das die Insekten nicht durch können, also keine Insekten durchkommen, aber groß genug ist, damit es saugt, bis auf den Boden in der Locklösung hineinreicht. Und dann holen die Vespa velutina hier oben die Flüssigkeit ab. Man kann die dann abfangen. Wir Imker sind da drin ganz schön gewieft. Wir können das nämlich mit den Gerätschaften tun, mit denen wir Königinnen markieren. Markiert dann diese Arbeiterin und misst dann, wie lange es dauert, bis sie wiederkommt. Und aus dieser Wiederkehrzeit kann man dann mit der geschätzten Fluggeschwindigkeit errechnen, wie weit das Nest entfernt sein könnte. Also nämlich zum Beispiel, wenn ich beobachte, sie braucht 10 Minuten, bis sie zurückkommt, das sind 600 Sekunden. Das nehme ich dann für eine mittlere Fluggeschwindigkeit von 2,3 Meter pro Sekunde. Dann ist sie etwas über einen Kilometer weit entfernt. Und dann kann ich rausfinden, wo genau sie jetzt vorkommt, indem ich diese Fallen versetze, und zwar mit der angeflogenen Arbeiterin zusammen. Ich fange dann also die Arbeiterin und nehme mir meine Dochtfalle, stelle die
etwa 200 Meter weiter wieder auf, lässt die Arbeiterin fliegen, die fliegt in ihren Stock zu, in ihr Nest zurück, kommt wieder, ich messe wieder die Rückkehrzeit, mache das Gleiche dann nochmal und nochmal und nochmal und komme dann hoffentlich irgendwann in Nestnähe, so wie in diesen beiden Beispielen geschehen. In diesem Beispiel hat es nicht zum Ziel geführt, weil offensichtlich zwei Nester vorhanden waren, aber auch das kann man mit genügend Zeit auseinanderdröseln. Das geht mit den Dochtfallen bedingt, weil es gibt wohl, wenn das hier Vespa Crabro entdeckt und die Falle verteidigt, dann geht die Vespa Velutina nicht mehr dran. Aber wenn man das früh genug im Jahr macht, also wir hatten ja gesagt, die Vespa Velutina fängt an zu fliegen über 15 Grad. Und wenn man jetzt also dann davon ausgeht, dass die Königinnen im Mai noch fliegen und ich stelle solche Dochtfallen auf und da landet jetzt eine Königin, die wird ja auch in ihr Embryonest zurückfliegen, dann kann man dieses Primärnest finden. Zu den Fallen. Fallen sind eigentlich bei uns in Deutschland, also jedenfalls diese Fallen, wo die so sind, wie man sie kauft, ohne Schwamm und ohne zusätzliche Löcher, eine Ordnungswidrigkeit, weil Insekten dort drin jämmerlich ertrinken und eben potenziell auch besonders geschützte Insekten wie die Vespa Crabro. Man kann sie aber abändern. Und zwar haben wir jetzt hier einfach eine von Veto Pharma gekauft, weil die nicht so tief ist. Die selbst zu bauenden Flaschenfallen mit diesen Liter oder anderthalb Liter Flaschen, die haben auch, wenn man sie abändert, wieder noch den Nachteil, dass wenn zu viel Beifang reingeht, der sich gegenseitig totfliegt, tot erdrückt und dann hat man doch wieder Beifang drin. Diese hier ist so abgeändert, dass man einen Schwamm reintut und ich habe da jetzt einen Schwamm genommen, der großporig ist. Das ist so ein Autoscheibenwischschwamm. Den habe ich so geschnitten, dass er genau 4 cm hoch hier unten in diese Falle reinpasst. Dann der Flüssigkeitsspiegel. Ich habe hier noch keinen Sirup genommen, deswegen sieht man es nicht so gut. Der Flüssigkeitsspiegel geht dann eben nicht bis ganz oben zur Schwammoberfläche, sondern nur bis hier so ungefähr zur Hälfte. Und man hat dann auf Schwammoberflächenhöhe Löcher angebracht, ungefähr 0,4 bis 0,5 cm im Durchmesser, wo kleinere Insekten wie andere Wespen zum Beispiel und Käfer wieder rauskrabbeln können. Ich habe das mit einer Wanze ausprobiert, mit einer amerikanischen Kiefernwanze, ob die es schafft, von diesem Schwamm wieder hochzukrabbeln, hier oben durch die Löcher wieder rauszukommen. Sie hat es nicht geschafft, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Vespa Crabro drin bleiben würde. Und die Vorgabe ist, wir bringen diese Fallen aus an Orten, wo wir schon im letzten Jahr die Vespa Velutina gesehen haben, wo es also wahrscheinlich ist, dass sie wieder auftreten wird. Wir bringen diese Fallen aus im Februar, wenn es wärmer wird als 15 Grad, bis Mitte, Ende April. Wenn die erste Vespa Crabro reingeht, also die erste einheimische Hornisse, die besonders geschützt ist, wenn das passiert, müssen die Fallen wieder weggenommen werden. Sie müssen nicht weggeschmissen werden, weil wir brauchen sie dann im nächsten Frühjahr wieder. Oder aber dann auch im Sommer, um wirklich an den Bienenstöcken die Vespa velutina abzugreifen. Das kann Sinn machen, aber wenn die wirklich in Riesenmassen vorkommen, dann braucht man andere Techniken. Wenn dann also die Zeit eintritt, dass man Vespa Crabro mit drin hatte und wenn dann die Vespa Velutina auch mit ihrem Nestbau angefangen haben, das heißt Anfang Mitte Mai, dann muss man mit den Dochtfallen arbeiten, um dann die abfliegenden Arbeiterinnen auf ihrem Weg zum Nest verfolgen zu können. Die Flaschenfallen, wie gesagt, die habe ich jetzt hier ausgelassen, weil eben die zu viel Beifang sammeln können, der sich dann gegenseitig, auch wenn Löcherlein drin sind, erdrücken kann. Mit was bestückt man diese Fallen nun? Also bei den Veto Pharma, da gibt es so ein extra Lockstoffpäckchen dazu. Man kann aber, ich habe gelesen, auch Geraniol verwenden. Das ist zum Beispiel in Milbenspray drin, in so Umgebungsmilbenspray.
Und Pollen wirkt als Lockstoff. Bitte keine Bienenmaterialien nehmen. Also Waben, Honig und so ist verboten, denn damit könnten wir potenziell die Faulbrut verbreiten, was wir jetzt ja so auch noch in der Umgebung haben, denn der Sperrbezirk auf Rastful in Saarbrücken ist noch nicht aufgehoben worden. Fazit, wir haben also, wir müssen die ersten Nestbauaktivitäten stoppen, Altnester suchen, um eine Ortsidee zu finden, Primärnester suchen, also Augen offen halten. Wir müssen wir müssen rauskriegen, welcher Köder der beste ist. Die Fänge sind temperaturabhängig, also ab 15 Grad sollten wir die Fallen dann ausbringen. Ortsabhängig, im Frühjahr macht es nicht unbedingt Sinn, die auf meine Bienenstöcke zu stellen, weil die Vespa velutina Königin nicht an Proteinkori interessiert ist, sondern eben an Zucker und dann eben vorzugsweise nicht, also nicht unbedingt an die Bienenstöcke kommt, sondern man kann das dann dorthin hängen, zum Beispiel in austreibende Weiden, wo die Königin Nistmaterial findet und auch Pflanzensaft, um den zu trinken. Und dann eben die Beifänge bitte reduzieren, indem man in die gekauften Fallen die Abänderungen anbringt, also Schwamm einbringen und Löcher reinmachen. Man kann dann im Sommer, gibt es verschiedene Techniken, wie man die Bienenstöcke schützen kann. Also hier unter anderem haben die Schweizer solche, diese Gitter vor die Bienen, Ausfluglöcher gemacht. In Frankreich vermeiden sie durch diese Apparaturen eben die Sammelparalyse. Und im Herbst muss man eben darauf achten, dass man nur gestärkte Völker in den Herbst, in den Winter hineinschickt. Und dann eben auch wenn sie viele vorkommen, die Vespa velutina versucht direkt an den Bienenstöcken abzufangen mit entsprechenden Fallen, wo es verschiedene Entwicklungen gibt, die man sich im Internet runterladen kann. Was auch wichtig ist, ist eben die Öffentlichkeitsarbeit hier von der Landwirtschaftskammer in Bayern. Die haben einen hervorragenden kleinen Flyer gemacht. Das ist oben die Vorderseite, hinten, unten die Rückseite. Das ist dann so ausgedruckt, dass hier wirklich ein Zentimeter ein Zentimeter ist. Und wenn ich das noch einmal halb falte, dann habe ich ein kleines Klappkärtchen in Scheckkartenformat, das ich wunderbar immer überall in der Hosentasche dabei haben kann oder im Portemonnaie und was ich auch wunderbar unter die Bevölkerung bringen kann. Hier dazu der QR-Code, um da zu einem zweiseitigen Flyer zu kommen in Bayern. Genauso die Bayern sind auch hier wieder Vorreiter. Sie haben eine Plattform gegründet, schon, obwohl sie noch gar keine Vespa velutina haben. Sie haben diese Aufklärungsarbeit leisten sie und sie haben eine hervorragende PowerPoint-Präsentation ins Netz gestellt, die nicht nur sich mit der Vespa velutina beschäftigt, sondern auch mit unserer nächsten Seuche, die irgendwann kommen wird, nämlich mit dem kleinen Bienenbeutenkäfer. Norddeutschland hat das auch schon gemacht, also die Hamburger natürlich, weil die ja auch ziemlich früh die Vespa velutina bekommen haben in Hamburg. Da gibt es das Programm Alert. Und die haben auch diesen Scheckkartenflyer sich entworfen. Das sollten wir fürs Saarland auch machen, uns ebenso eins entwerfen, was dann draufstehen hat, Umweltministerium Saarland oder Landesverband Saarland. Da werde ich mich jetzt am Wochenende dahinter klemmen. Dann haben wir hier noch das Projekt Velutina, das Netzwerk Velutina, das übergreifend tätig ist. Also da die strecken ihre Fühler in alle europäischen Länder aus, wo die Vespa Velutina bisher vorgekommen ist. Das ist die Rückseite des Flyers. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder bei der letzten Folie angelangt. Die Folie, mit der ich den Vortrag auch gestartet hatte, das sind unsere Wünsche für, wie für uns das Vespa-Velutina-Monitoring und die Vespa-Velutina-Eindämmung funktionieren könnte. Und ich würde mir wünschen, dass wir das dann jetzt noch in die Bevölkerung bekommen, bevor die Vespa-Velutina in den Sommer startet. Ich danke fürs Zuhören und Anschauen und bitte um Verbreitung. Tschüss.